erst mal satt bekommen muss. Also das ist wie Fernsehkoch, ja, heute. Heute gibt es Zucchini-Rohkost mit Aubergine und ein bisschen Gurke. Mal gucken, was wir noch so haben. Ja. Also die Wissenschaftler haben festgestellt, dass sie in der Natur bis zur Hälfte des eigenen Körpergewichts an Nahrung aufnehmen. Bei uns kriegen wir natürlich ein bisschen weniger, weil die Nahrung ein bisschen gehaltvoller ist. Ja, in der Natur fressen sie halt nur Wasserpflanzen und wo sie so rankommen an Pflanzen. Und bei uns kriegen sie halt auch Gemüse, also wie hier Aubergine, Zucchini, Gurke. Dann fressen sie Möhren bei uns, Kartoffeln. Und es ist natürlich ein paar mehr Inhaltsstoffe drin als jetzt in den Wasserpflanzen. Ja. Und deswegen brauchen die bei uns nicht ganz so viel. So, na, komm mal hier. Die Mahlzeit zubereitet bekommen, dann auch noch gefüttert werden. Die Seekühe sind ganz schön verwöhnt. Gebissen werden, davor muss Olaf Greff keine Angst haben. Selbst wenn sie wollte, sie könnte es nicht. So, beißen können sie auch nicht vorne, weil die haben keine Schneidezähne. Also ich habe hier den Finger im Maul drin. Ja, ein Tier mit Schneidezähnen würde mir sofort vorne die Fingerspitze abbeißen. Ja, und die halten halt das Futter mit diesen Haaren hier fest. Das sind alle Haare. Sieht zwar aus wie, ja, wie soll man sagen, also richtig schöne Borsten. Und damit greifen die das Futter wie mit einer Hand. Die Oberlippe ist so richtig schön beweglich, damit können die richtig zufassen. Und die Wasserpflanzen, von denen sie sich hauptsächlich ernähren, die sind meistens halt ein bisschen glitschig und Algen dran und schmierig. Und um da richtig halten zu können, haben sie halt hier diese Borsten, die Barthaare. Die Seekühe heißen eigentlich Nagelmanatis oder auch Sirenen. Die Herkunft des Namens geheimnisumwoben. Also ich habe mal die Geschichte gehört, die Seefahrer, die damals nach Amerika rübergeschippert sind, zu Kolumbus-Zeiten. Die haben ja die Tiere dann auch gesehen, weil die gab es ja im karibischen Raum. Und wenn die in diesen flachen Gewässern, die mit Wasserpflanzen zugewachsen sind, fressen, die holen ja Luft. Und dazu müssen ja den Kopf aus dem Wasser hängen. Und da hatten sie halt die Wasserpflanzen über den Kopf. Und das sah aus wie ein Menschenkopf mit grünen Haaren. Und deswegen heißen die halt Sirenen in Anlehnung an diese griechische Sage mit Odysseus. Und Seekühe, weil sie halt im Wasser leben und Pflanzen fressen. Auf den Geschmack von Zucchini, Aubergine und Gurke sind sie erst im Tierpark gekommen. Olaf Greif macht Welle. Ein Lockruf, der den Nagelmanatis oder einfacher gesagt Seekühen gilt. Prompte Reaktion. So, die erste schon da und bettelt. Ja, guck mal her. Die sind völlig friedlich. Die sind so verspielt, also, da kann höchstens ein Unfall passieren, wenn sie spielen wollen. Also kann passieren, dass die vorne mit dem Flossen einen festhalten. Und wenn man dann keine Luft hat, also wenn man ohne Tauchgerät tauchen geht, dann kann es ein bisschen eng werden mit der Luft, aber ansonsten sind die völlig harmlos, völlig friedlich. Die beißen nicht, die machen keine hektischen Bewegungen, dass man da mal was mit dem Schwanz abbricht oder so. Die sind absolut ruhig und lieb. Das sind die Augen sehr klein und unscheinbar, aber sind voll entwickelt, also wir können völlig normal sehen. Die brauchen halt keine größeren Augen. Da wo sie vorkommen, meistens ist das Wasser trübe. Da sehen sie sowieso nicht viel. Aber hier bei klarem Wasser ist das ganz normal, da sehen sie. Sehen Sie im Prinzip alles. Ein bisschen wirken sie wie Elefanten auf Tauchfahrt. Auch ihre Flossen, wie plattgemachte Elefantenfüße. Verwandtschaft zu Wasser und zu Lande. So, jetzt sieht man das hier nochmal. Das ist praktisch die Hand hier. Also so rum, das ist ja jetzt die rechte. Und die haben ganz normal 5 Finger. Und das sind dann halt die Fingernägel hier vorne dran. Die sind hier ein bisschen abgeschabert. Deswegen heißen die halt Nagelmanati. Und die sind sich ihrer graziösen Wirkung voll bewusst. Ihr Pfleger braucht zum Tauchen Atemtechnik.
Rettung von Seekühen eine aufwendige Angelegenheit, die sich nur wenige Zoos leisten. Auf Du und Du mit einer Seekuh. Abtauchen mal anders. Für Olaf Gräf hat das alles fast erholungswert. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, mit denen ich so tauchen gehe in der Freizeit und so, die sind alle hellauf begeistert und würden am liebsten mitkommen. Also das ist schon was Außergewöhnliches, was Spektakuläres. Weil außer jetzt, ich weiß jetzt von Florida, dass sowas da möglich ist. Ansonsten hat man so gut wie nie die Gelegenheit, mit solchen Tieren zu tauchen. Das ist wirklich einmalig. Also ist schon was Besonderes, würde ich mal sagen. Besonders in jeder Hinsicht. Mit ihren 1,5 Tonnen zählen die Manatis zu den Schwergewichtern im Tierpark.